Servus, Leute. Willkommen zurück zu Danganronpa V3 Killing Harmony. Beim letzten Mal war Final als Gast. Der Part ist leider übertrieben asynchron geworden. Was ich seltsam finde, weil als ich ihn aufgenommen habe, war er synchron. Ich habe danach Xenoblade Chronicles 3 auch mit Final als Gast aufgenommen, zwei Folgen. Diese waren während der Aufnahme asynchron. Aber die Aufnahmen an sich sind synchron. Naja, keine Ahnung. Dieses Spiel wird, glaube ich, jetzt nicht mehr ganz so gut werden, wie es zuvor war. Weil, ihr seht hier den Grund. Ja. Nichtsdestotrotz machen wir weiter. Es wird quasi resettet. Jetzt müssen wir eben komplett von neu anfangen mit Suichi. Heißt der Suichi oder Shuichi? Shuichi. Naja. Hey! Kommt raus, Käfer! Wo versteckt ihr euch? Immer dann, wenn Gonta denkt, er hat welche gefunden, sind sie weg. Seltsam. Wirklich seltsam. Üppige Bäume, Gras, Wasser, Sonne, aber keine Käfer. Warum? Seltsam, so seltsam. Hey, Bugs! Wenn irgendwelche Käfer hier sind, kommt raus! Gonta möchte mit euch reden! Was war das? Irgendetwas auf dem Boden, im Gras. Worte stehen darin geschrieben? Da stand Horse A, also Pferd ein. Irgendjemand nervt hier. Wer ist da? Warte, ich komme schon, ich komme. Während die Türglocke mich dazu gebracht hat, mich zu beeilen, ging ich rüber und öffnete die Tür. Kaito. Hey, was machst du denn? Es ist bereits morgen. Kaito. Das Problem ist, ich muss das Spiel ja weiterspielen, weil es ein Let's Play ist. Aber irgendwie, mein Interesse ist fast komplett weg. Nur, ja, in dem, was im vorletzten Part passiert ist. Wow. Das war das Schlimmste, was das Spiel hätte machen können, konnte. Das Schlimmste, was die Entwickler hätten machen können. Und sie haben es getan. Brauchst du vielleicht etwas? Come on, man. Essen. Jeez. Ich war eigentlich gerade dabei, mit allen zu frühstücken im Speisesaal. Aber du bist nicht gekommen. Deswegen kam ich hier, um dich zu holen. Hä? Aber... Ja, mach doch nicht irgendwelche Pläne. Ja, du solltest jetzt eigentlich im Speisesaal sein. Wie auch immer. Ich meine... Wo sonst solltest du denn frühstücken? Normalerweise frühstücke ich nicht, also... Ja, ich auch nicht. Außer... Ich arbeite. Meinst du das ernst? Wenn du kein Frühstück hast, dann was isst du denn zum Morgen? Was auch immer. Lass uns gehen. Die anderen warten. Warte, ich bin noch bereit. Lass mich meinen... Wobei, vergiss es. Ich brauche das nicht mehr. Okay, lass uns gehen. Ich muss dir auch was sagen.
tut mir leid, wenn gestern, weißt du, weil... dass ich dich so fertig gemacht habe. Also jetzt nicht im körperlichen Sinne, sondern eher so, ihr wisst schon. Hä? Ach, das, es ist schon in Ordnung. Ich verstehe, dann lass uns gehen. Na, dann gehen wir mal. Ah, Kaito ist immer noch da. Alle warten bereits, weißt du? Lass uns beeilen und in die Speisehalle gehen. Das Bild ist sieht immer ein bisschen seltsam aus. Wollte gerade schon sagen, was ist das, aber... Kommt das vom Gebäude? Oder ist hinterm Gebäude wieder irgend so eine Mördermaschine? Wo war die Speisehalle nochmal? Ich kann mich doch einfach hinporten, warum mache ich das nicht? Oh, ich bin schon da. Dining Hall. Schreiben. Honest. Ja, wie wenn jemand versucht, was in Gras zu schreiben. Seltsam, richtig? Atua. Sagt, es ist nur Graffiti. Jetzt müssen wir uns keine weiteren Sorgen mehr machen. Atua. Das ist sogar noch verdächtiger. Oh, willst du damit sagen, dass Arthur verdächtig ist? Wie schade. Es ist nicht dein Geschäft. Das hat nichts mit dir zu tun. Was ist denn los mit euch? Redet ihr immer noch über dieses Graffiti? Wie auch immer, ich habe Shuichi hergebracht. Also lasst uns jetzt endlich frühstücken. Schnell, aber ich bemerke, dass mich alle anstarten. Ah! Nee. Toll, warum ausgerechnet die beiden? Ich hasse euch. Und wie ich erwartet habe, sahen mich alle mit überraschten Gesichtern an. Good morning. Ach so. Er hat seine Kappe nicht auf. Jetzt hat er auch so diese Hachime-Antenne. Shuichi hat sie, Kaede hat sie, Hachime hat sie. Hat Makoto auch so eine Antenne gehabt? Also so ein Giftschieber. Hier die Haare. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, Shuichi. You finally got rid of that emo hat. Is this cause Kaede died or whatever? Ich könnte dir so den Hals umdrehen, du verficktes. Nee. Ruhig bleiben, alles in Butter. Nicht aufregen, ist nur ein Spiel. Ich habe Osoma versprochen, das anständig zu let's playen. Ah, endlich bist du diesen Emo, Emo-M, genau. Was ist denn ein Emo? Ein Pädophiler? Nee. Keine Ahnung. Endlich bist du diesen Emo-Hut losgeworden. Ist das etwa, weil Kaede gestorben ist oder so? Ja, danke, Tenko. Kannst ihn auch gleich eine klatschen. Sei still, du Mann! Lern ein paar Manieren. Warum hast du keine Manieren gelernt? Oh, du trägst ja gar nicht deinen Hut. Ich habe das nicht mal bemerkt. Und du solltest vielleicht auch ein paar Manieren lernen, du... Ja, nicht sensitive ist intensiv, nee. Das ist sensibel. Du unsensibler Kerl. No,
Nein, es ist nur... Ich habe mich so gefühlt, als ob er mir im Weg stehen würde. Ihr müsst nicht starren. Ich habe doch nur keinen Hut auf. Ist das so eine große Sache? Du hast recht. Ich entschuldige mich. Ich mag es. Ich finde, du siehst viel handzahmer aus ohne deinem Hut. Handsome. Lieblich. Freundlich. Irgendwie sowas. Aha, danke vielmals. Hä, wie nett von dir. Nicht im Vergleich zu dieser blassen Jane da drüben. Okay. Die Person, die unsichtbar wird, wenn ihre Brillen beschlagen. Also sprich, wahrscheinlich meint sie Tsugumi, und wenn ihre Brillen beschlagen, ist quasi Suichi für sie unsichtbar oder irgendwie so. Achso, blass, ja. Plain blass, oder? Ich bin blass? Ist es nicht genau andersrum? Wenn ich die Brillen absetze, werde ich meine wahre Form zeigen. Wusstest du das nicht? Diejenigen, die meine wahre Form sehen wollen, müssen einen schrecklichen Preis bezahlen. Wie auch immer, sei ab jetzt nicht mehr so spät dran, Shuichi. Wir haben bereits beschlossen, dass wir gemeinsam alle frühstücken werden. Du hast das selbst entschieden. Ja, da haben wir Finals Lieblingsmädel von dem Spiel. Schauen wir mal, vielleicht date ich Maki. Einfach, weil im letzten Part, da kam so, naja, Kindergärtnerin eben. Das ist schon seltsam. Ich bin am überlegen, wem ich hier überhaupt daten könnte, wenn ich mit Suichi rumrenne. Ich meine, ja, das wäre eigentlich meine Hauptperson gewesen. Ansonsten Kaito, ja. Gonta, auf jeden Fall. Maki? Und vielleicht Miu. Das wären dann 4 Personen. Die Frage ist, wem von den 4 nehme ich zuerst? Ich würde ja gern Miu als erste nehmen, einfach weil ich wissen will, was sie sagt. Weil die ist ja so kratzbürstig drauf. Also Miu, Gonta, Kaito und Maki. Eventuell, vielleicht ändere ich noch meine Meinung. Ja, ja. Ich werde Frühstück für alle vorbereiten. Achso, nee, ich habe Frühstück für alle vorbereitet. Und warum hast du ein Spinnennetz auf deiner Schürze, Kleid, was auch immer das sein soll? Wirklich? Hast du? In der Tat. Es war überhaupt kein Problem für mich. Ich habe ein italienisches Omelett, Buttermilch, Pfannkuchen, geräucherte Salmon, Salmon-Galette. Was ist denn das? Salmon ist, glaube ich, ein Fisch, oder? Ja, Lachs. Aber wer ist ein Lachs zum Frühstück? Was ist ein Galette? Ja, Galette. Galette ist ein Galette. Keine Ahnung, was das sein soll. Ist wahrscheinlich wieder irgendein Gericht. Ja, ich habe ein italienisches Omelette, Buttermilch, Pfannkuchen und geräucherte Lachs vorbereitet. Und für diejenigen, die die japanische Küche bevorzugen, habe ich Reisbälle und Miso-Suppe vorbereitet. Da haben wir kurz Anshi gesehen, glaube ich. Kiromi! Werd meine Mutter! Puh.
kann dazu nichts sagen. Gunther! Mann! Gunther möchte, dass du seine Mutter wirst. Er möchte, dass du auch seine Mutter wirst. Was sagt ihr beiden denn da? Oh ja! Neat. Ich dachte, Meat wäre Fleisch, aber was ist Neat? Sauber. Okay. Wahrscheinlich in einer anderen Sorte, eine andere Sorte sauber als die, die ich kenne. Oh ja, zeig diesen Typen, wie man wirklich sauber wird. Guck, guck. Wenn Himiko isst, macht sie das süßeste Gesicht. Ja, sie ist wie ein kleines Tier. Stop it. Hör auf. Das macht es schwer für mich zu essen. Wir unterhielten uns gelegentlich und begannen das Essen, das Kirumi für uns gemacht hatte, zu verspeisen. Gunther, not mean to flatter. Flattern? Mean, also meinen. Wahrscheinlich. Nee, bedeuten. Flatter. Bedeutet zu schmeicheln. Also, Gunther möchte nicht schmeicheln, aber dieses Essen ist so lecker. Excellent. Es ist so köstlich. Ich möchte mir einfach nur meine Zunge rausschneiden. Ja. Die Reisbälle sind nicht so ordinär wie normale Reisbälle. Die Außenseite ist so, ja, gut verpackt, dass sie nicht auseinanderfallen. Aber das Innere ist nett und weich. Und weil der Reis nicht, ja, zerstampft wurde, kannst du jedes einzelne süße, ja, Reiskorn rausessen, selbst wenn es kalt ist. Hey, du hast eine wirklich gute Zunge oder so. Also einen guten Geschmack. Sie kann das gut rausschmecken. Aber dadurch, dass ich den Reis nicht zerstampft habe, war die Luft dazu in der Lage, zwischen jedem einzelnen individuellen Korn zu zirkulieren. Was zum Moment? Triangle ist, glaube ich, ein Dreieck. Also ja, stimmt ja, die Reisbälle haben ja die dreieckige Form, genau. Die dreieckige Form an sich ist weniger wichtig als... Achso, ja, als, ja, das, ich weiß, was sie meint, also sprich, dass der Reisball eben die Form behält. Also es ist nicht wichtig, wie das Dreieck aussieht, sondern eher, dass es nicht zerfällt. Du wirst herausfinden, dass es viel einfacher ist, sie zum Greifen mit deinem gesamten Körper. Also, ich weiß, was sie meint. Wahrscheinlich, wenn sie da mit Leib und Seele dabei ist. Nee, ich kann nicht mal Reisbälle machen. Ich kann nicht mal den Unterschied zwischen Reis und Termiten feststellen. Hey! Wie hast du bloß so lange überlebt? Das war so ein typischer Kaede-Spruch gerade. Was ist los, Kibo? Du isst doch gar nichts. Ja, es hat dich total vergessen, dass du dich essen kannst. Nun, weil du bist ja ein Roboter.
Ey, jetzt guck doch nicht so niedergeschlagen. Ich bring dir später einen kaputten TV. Ich will das nicht. Receptable. Rezept? Nee, Rezept heißt das glaube ich nicht. Ja toll, wenn ich statt ein L ein Ö schreibe. Behälter. Ja. Ich möchte das nicht. Ich bin kein verschwendeter Behälter. Nahahaha, Kebo und Kokichi. Scheinen prächtig miteinander zurechtzukommen. Wir haben eine normale Unterhaltung. So, als ob gar nichts passiert wäre. Aber wir alle wussten, dass das nicht normal war. Es war eine gezwungene Unterhaltung. Müsst ihr mir das nochmal zeigen? Weh, ihr zeigt mir jetzt nochmal die Hinrichtung. Aber das war auch zu erwarten, dieser Vorfall, der gestern passiert ist. Alle zwangen sich selbst. Das ist der Grund, warum. Oh. Das ist widerlich. Genau, mit L1 kann man den Text wegmachen. Guckt euch das an, das kann sich doch keiner angucken. WTF. Das ist die Art von gezwungene Normalität, die uns da daran erinnert, was passiert ist. Oh, ihr scheiß Entwickler, warum habt ihr sowas eingebaut? Einerseits ist es gut, weil das ist alles Taktik, aber warum? Ich weiß nicht, ob ich die Entwickler lieben oder hassen soll, weil sie sowas gemacht haben. Hm, was ist denn los, Shuichi? Du isst doch gar nichts. Achso, nee, wenn du das hier nicht isst, dann werde ich mir selbst helfen. Ah, tut mir leid. Hey. Ich werde das essen. Ich habe diese unnötigen Gedanken aus meinem Kopf verbannt und habe Essen in meinen Mund geschaufelt. Ach übrigens, das was Gonta zuvor angesprochen hat, sollten wir das mal überprüfen? Ach, hör auf, über so ein lausiges Graffiti zu faseln. Und mach dir lieber Sorgen über unsere beschissene Zukunft. Hä? Graffiti? Oh, Gonta hat heute Morgen Folgendes gefunden. Hey. Concrete, Zement. Achso, auf Stein oder auf Zement. Auf Zement, versteckt im Gras. Die Worte Pferd ein waren darauf geschrieben. Was denkst du, was das bedeutet? Nun, es ist in ein Mysterium geschrieben. Also es bedeutet, es ist ein komplett in Mysterium geschrieben oder so. Nicht mal der ultimative Anthropologist weiß es. Ich dachte, es hätte was mit Anthropologie zu tun. Nein. Sorry, aber ich habe irgendwie einen Schleim im Hals. Nun, was ist mit dir, Shuichi? Das ist doch eine Option für den ultimativen Detektiv, oder? Also, das ist doch dein Aufgabenbereich. Hä? Ich weiß nicht. Ich weiß es bisher noch nicht. Gonta! Ich bin überrascht, dass du in der Lage warst, dieses Graffiti mitten im Gras zu finden. Sand hätte ich fast gesagt. Bist du auch mit der Göttlichkeit verbunden?
Oh, das, weil kleine Käfer. Käfer? Ich dachte, Vermin heißt Ungeziefer, oder? Ich guck mal, aber Ungeziefer ist negativ und dann dreht Gunther durch. Ja, Ungeziefer. Okay. Ich dachte, Ungeziefer wäre nirgendwo in der ganzen Akademie zu sehen. Er dreht doch nicht durch. Ja, Gunther dachte das zuvor auch, bedachte das zuvor auch, aber... What? Als ich im Hof herumging, Gunther dachte, er hätte kleine Käfer gesehen. Aber Käfer sind so klein. Selbst Gunther konnte sie nicht genau erkennen. Und Gunther hat... was? Oh, damit kenne ich mich nicht aus. 20 zu 0,625 Sehfähigkeit. Also wahrscheinlich am eigenen an einem Auge 20 und am Ende und am anderen Auge 0, ihr wisst schon. Aber warum trägt er dann eine Brille? Ist das schlecht? Ich habe keine Ahnung. Ich trage keine Brille. Also hat Gunther vielleicht nur einen Fehler gemacht. Aber Gunther denkt, nein. Vielleicht hat Gunther sie gesehen. Also die Dinge gesehen. Ja. Jetzt entscheide dich doch endlich, du Degenerierter. Ja. Was anderes fällt dir auch nicht mehr ein. So, du hast also diese Nachricht gefunden, während du nach Käfer gesucht hast. Wow, Gunther. Du hast es geschafft. Ich wusste... Ich kann mich auf dich verlassen, im ersten Moment, wo ich dich gesehen habe. Was? Wirklich? It's true. Ja. Du solltest für mich arbeiten. Got it. Okay. What? Was? Nein. Was? Du stimmst ihm einfach so zu? Hey. Sei vorsichtig, Gunther. Dieser Kerl ist doch ein echter Lügner. Was? Wirklich? Haha, niemals. Thank goodness. Gut, dann Gunther hat keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Nein, der ist so gutmütig. Du wirst das einfach so glauben? Gullible. Gutgläubig, glaube ich. Leichtgläubig, ja, okay. Dasselbe. Gunther, du bist so leichtgläubig, weißt du? Wenn du weiterhin so leichtgläubig bleibst? Okay, das sieht übel aus. Dann wirst du getötet werden, bevor du dir es versehen kannst. Also, dann wirst du sterben, bevor du es mitbekommst. Verstanden? Der Moment, wo Kokichi diese Worte gesagt hat. Das warme und... ja, die warme und... Kamote, also die übliche... Die gute Stimmung war auf einmal kaputt. What's the matter? Was ist los, Alemann? Gibt's ein Problem mit Kokichis Einstellung? Advice. Aber die Musik... Beratung. Ja, super. Oh, Kokichi! Du solltest solche Dinge nicht sagen. Auch nicht als Spaß. Also als Scherz. Was sagen? Töten? Wurde das K-Wort etwa gebannt? Tut mir leid, ich hab's nicht gewusst. Aber das ist nicht wirklich wichtig, nicht wahr? Nicht mal das Tötungsspiel geht noch weiter. Wie kannst du bloß so unsensibel sein? Erst recht nach dem, was gestern passiert ist. I'm ready. Und genau aus diesem Grund hasse ich diese degenerierten Männer. Sie sind alle... Ja, gleichzusetzen mit Amöben oder so.
complain. Complain ist... was? Ich weiß, was es heißt, aber ich verstehe das jetzt gerade im Zusammenhang nicht. Ja schon, aber... egal. Beschwer dich nicht über gruselige Leute, die schreien, welche Farbe hat denn Blut? Keine Ahnung. Egal. Sorkai, der muss sein, weil sie besser ist als alle anderen Figuren hier. Das war Danganronpa V3 Killing Harmony. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.